Und willkommen zurück im Building-Projekt. Immer noch nicht in der 100. Folge. Wer weiß, ob wir die jemals erreichen? Das ist eine andere Frage. So. Wir befinden uns immer noch far, far away in der Wüste unter dem Sand. Und ich wollte mich noch ein kleines Stück nach vorne arbeiten, habe ich gesagt. So, ich habe schon mein Inventar ein bisschen aussortiert, habe ein paar Sachen reingeschmissen hier unten, die wir nicht brauchen. Und habe hier das eben vorgemacht, dass wir keine Cobblestones mehr aufnehmen. So, wir arbeiten uns noch ein wenig nach vorne und den Redstone lassen wir natürlich hier. Oh, das ist verdammt dunkel, da machen wir mal Licht hin. So. Jetzt mal neben den Redstone schauen. Hab hier. Nee, da sind keine Dias. Okay, ich sollte aufhören, so komisch zu reden. Ich sollte es ganz normal machen und es ruhig angehen lassen. Redstone, Redstone, Redstone. Nein, ich will keinen Redstone. So, mal gucken, wie weit wir uns noch nach vorne arbeiten müssen. Oder wollen, ist die bessere Frage, aber eigentlich brauche ich ja noch ein paar Blumen. Das heißt, ich müsste. Wo finden wir überhaupt andersfarbige Blumen? Wir haben ja gelbe und rote, das müsste ja reichen. Da können wir auch verschieden. Na, Lava müsste gerade noch voraus sein. Ja, das ist sie wohl. So, dann gehen wir mal ein Stück hoch, damit wir drüber kommen. Und da ist Eisen. Eisen nehmen wir natürlich gerne noch mit. Wo wir eigentlich genug davon haben. Okay, hier haben wir eine kleine Höhle. Was ist denn hier passiert? Naja, egal. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Kohle und Gold, gerne. So, weil ich nehme alles mit, was ich schon im Inventar habe. Eigentlich könnte ich ruhig noch ein paar Sachen Cobblestone mitnehmen. Ein paar Stacks zumindest. So. Okay. Jetzt schauen wir uns noch ein bisschen um, ob hier auf dieser Höhe noch irgendwas ist, was wir gebrauchen können. Wir sind auf Höhe 12, das heißt, hier gibt es noch Diamanten. Na komm. Okay, so langsam sind wir aber zu hoch. Da ist noch Kohle und Creeper haben wir hier auch. So. Jetzt habe ich Ewigkeiten nach einer Höhle gesucht und jetzt, wo ich voll bin, finde ich sie natürlich. Was für eine, auch eine riesen Schlucht mal wieder. Aber erstmal nehmen wir mal das Eisen hier. Da ist was, genau. Und da ist dann noch Kohle, eine ganze Menge sogar. Und ich weiß, dass ich da hinten schon Kohle übersehen habe. Und nicht wirklich übersehen, sagen wir mal ignoriert. In dem Moment, wo ich springe, um aus dem Deckel zu gehen, schießt er mich an, ist klar. Ist klar, mach weiter so, Junge, mach weiter so. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Und er hat es schon gesehen. Oh Mann. Achso, da oben ist noch Eisen. Ich dachte schon. So, heute bin ich ein bisschen neben der Spur, könnte man so sagen. So. Ich dachte, ich nehme noch ein paar Folgen auf. Ich sagte ja, dass ich ganz viele aufnehmen will. Dass ich halt pro Woche mehr aufnehme, als ich verbrauche. Und zwar viel mehr. So. Zum Eisen. Na, zwei weiter noch. Hat sich voll gelohnt. So. So, auf die Gefahr, dass ich so, so und so sage, sage ich nochmal so. So. Stacken wir nochmal eben die Kohle, dann ja. Dann haben wir schon gleich einen ganzen Stack Kohleblöcke. Es ist unglaublich, was man hier so aufsammelt an dem Zeug, wenn man hier so unterwegs ist. So, Redstone will ich immer noch nicht. Redstone kann mir ruhig gestohlen bleiben. Oh,
Gehen wir noch mal bis zum Ende der Schlucht eben durch. Oh, hier geht's wieder hoch. Und hier geht's runter. Alles am Durchschnitt. Vielleicht sollte ich mal eben die Sachen doch noch abbauen, die da sind. Das bisschen Eisen, was da ist. Toll, ein Block. Das hat sich ja echt gelohnt. Da hätte ich ruhig weitergehen können. So, Fackeln. Das Block Kohle. Und hier ist mir sowieso, da hat er es wieder gesagt. Hier ist mir so oder so zu hoch und deswegen will ich da gar nicht hin. Emerald, zack. Oh, Broken Flash, toll. Juhu. Oh, hier ist auch wieder zu hoch. Wir könnten noch mal eben ein paar. 1, 2, 3, 4. Ein paar 1, 2, 3, 4 Fackeln machen. Noch drei Pfeile brauche ich nicht. Rotten Flash brauche ich nicht. Leder brauche ich immer und das Boot Robbeef. Naja. Ist okay. Falsche Richtung. Diesen Weg Richtung. So, dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Und da ist noch Kohle. Die habe ich wirklich übersehen. Ist aber auch wirklich so viel. So, zurück durch die Schlucht. So, also, würden wir da irgendwo hinkommen? Was aber offenbar nicht der Fall war. Ach, hier ist Eisen. Was das auch, was auch immer das soll. Bin auch ein bisschen bekloppt, was das angeht manchmal. Man, ich kann auch den Cobblestone wegschmeißen, wenn ich ihn aufnehme. Und das Sprengpulver. Ja, so ist es halt. So, von hier aus kamen wir her. Guck mal, ob es da hinten noch weitergeht. Weil von da kamen wir her. So, es gibt so Tage, da habe ich durchaus mal etwas Orientierungssinn. Wenn auch nicht viel. So, hier ist mal Eisen. Es ist lange her, dass wir das letzte Mal unterwegs waren. Klingelingeling. 35. Oh, ich habe... Ich glaube, ich hatte vergessen, was zu entscharten, bevor wir losgezogen sind. Da muss ich auch nochmal reingucken. Lapis macht uns jetzt das Inventar endgültig voll. Okay, dann brauchen wir hier doch nicht reinschauen, weil wir das schon haben. Nein, keinen Redstone mitnehmen. Aber Lapis. Okay, da bin ich ans Mikrofon gestoßen. Shit happens. Leider viel zu oft. So, nachdem wir am Anfang ja so viele Diamanten gefunden haben, das müsste in der letzten Folge gewesen sein, finden wir jetzt leider gar keine mehr. Schade. Wirklich schade. Okay, da sind wir rausgekommen. Nein. Also folgen wir jetzt den Höhlenarm ein bisschen nach oben, dass wir vielleicht die Oberfläche kommen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee hier. Na, kommen wir nicht ganz hoch, aber Kohle kann ich mir noch mitnehmen hier. Weil wir müssen immer noch einen scheiß Dschungel finden. Und eine Spinne für... Spinnenseide wegen einer Angel, wegen einem Ozelot. Ich habe die Kohle gesehen. Na? Wo kommen wir denn hin, wenn wir uns hier hocharbeiten? Falls wir überhaupt irgendwo hinkommen. Okay, hier ist mir gefährlich. Falls mal irgendwer hier hinkommt, wird er sich wundern, wer hier den Cobblestone gelegt hat. Setzen wir sogar noch Fackeln drauf, dann seht ihr sogar. Och. Minensystem. Ne? Hier kriegen wir auf jeden Fall Strings. Wunderbar. Dann arbeite ich mich eben mal im Felsen nach oben. Ich schmeiß erstmal die Spitzhacke weg. Ja, das kann ich auch. Und... Ich höre schon Spinne. Ich höre Spinne. Ich sehe Kohle und höre Spinne.
Hier sind Schienen, die möchte ich aber nicht unbedingt mitnehmen. Moment. Hallo? Wo ist denn die Spitzhacke hin? Die andere. Muss ich das jetzt verstehen? Ist die jetzt wieder weggepackt oder was? Da muss ich immer eine neue cheaten. Weil das akzeptiere ich nicht. Moment. Machen wir mal einen kleinen Disconnect. Play with our mates. So. Ich verstehe es nicht. Wo ist die Spitzhacke hin? Was könnt ihr denn machen? Nehme ich so nicht hin. Demnach müsstet ihr hier runtergefallen sein und da lag ja keiner da unten. Ach. Ja, der war schlau. Und da sind auch schon die richtigen Kackspinnen wieder. So. Wir werden hier unten sterben. An Spinnengift. Wir könnten uns auch eben ein paar Strings holen und direkt wieder abhauen. So, einen. Zwei. Drei. Ich gehe dann. Lass mal hier lang. Ach, guck mal, Eisen. Tolle Musik übrigens. Ein persönlicher Musikwunsch von mir? Nein, natürlich nicht. Das ist nicht so ganz mein Geschmack. Jetzt, 2, 3. Jetzt wird's spannend. Wo werden wir wohl rauskommen? In der Wüste? Hundertprozentig. Wann werden wir da rauskommen? In einer Minute. Wie spannend das doch ist. Wenn man nicht weiß, wo an der Weg hinführt und wie lange es dauern wird. Und nix. Halt dich mal geschlossen. Okay. So, sieht man was? Nicht wirklich. Mal ganz sachlich, einfach nur hoch. Und oben gehen wir dann angeln, was eine sehr interessante Angelegenheit ist. Angeln bei meinem Sandstein. Tok, tok. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt direkt in einen Berg rausgebaut. Ich glaube, ich werde einfach mal mich ein wenig geradeaus weiter buddeln. Dass wir nämlich gleich dann einen Schwenk nach links machen. Und uns am Wasser ausgraben. So. Müsste jetzt eigentlich hier drüber rauskommen. So, ich habe das falsch gedeutet. Jetzt komme ich mal raus.
Und es ist natürlich Dunkelheit. Und was haben wir denn noch so? Was wir nicht brauchen. Eigentlich haben wir genug, was wir nicht brauchen. Das brauchen wir erst recht nicht. Aber hohe Dunkelheit. Ich habe doch so ein Dingensen dabei, mit dem man sich irgendwie ausschalten kann für eine Weile. Und ein Ender spast. Viel zu viel Strings dabei. So, schmeißen wir mal ein String ins Wasser. Und das hier. Ach, behalten wir die Knochen jetzt einfach. Und machen uns noch eben ein paar Kohleblöcke mehr. Ah, jetzt haben wir sogar schon mehr als ein Stack davon dabei. Okay, daraus machen wir noch eben ein paar Fackeln. Dann ist das doch optimal gelöst mit dem Inventarplatz. Und wir angeln. Spannung pur. Na? Na? Ah, okay. Na? Na, du mich auch. Gibt's hier einfach keine Fische? Na, komm. Offenbar schon, es plätschert ja überall, aber irgendwie passieren tut ja nichts. Hallo. Ja, klar. Komm. Das war mir so klar. Man kennt sie doch. Ja, klar, ich kann auch mit denen. Fällt mal auf. So ich den gerade gesehen habe, aber Sand nicht unbedingt. Auftauchen, auftauchen, auftauchen. Okay. Ein Stack Clay für ein paar Blumenkette. So. 29. Es könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Können wir nachher nochmal gucken. Und jetzt können wir weiter angeln, wo die alte Creepse weg ist. Yep. Ah, ich weiß, wirklich voll. Super. Naja. Ein Fisch verschenkt. Wo ich hätte schwören können, dass ich eigentlich schnell genug war. Ja, den will ich nicht. Den will ich nicht. Was kann man damit eigentlich machen? Ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt den Braun verwenden kann. Aber da ich jetzt wirklich das niemandem zumuten will, machen wir an dieser Stelle einen kleinen Schnitt und wir sehen uns dann gleich mit einem vollen Inventar am Fischen wieder. Zumindest ein paar mehr, als wir jetzt haben. Also dann, bis gleich. So, und da ist er auch schon wieder. Die Angel habe ich vorsätzlich schon mal weggeschmissen, weil wir das Inventar so oder so wieder voll haben mit Gunpowder. So, ich habe 12 Fische und 5 Lachse. Ich weiß ja nicht, ob es mit Lachsen auch geht, aber jetzt müssen wir noch dafür diesen Dschungel finden. Das könnte eine schwierige Aufgabe werden. Dann lasst uns mal ein bisschen rumrennen. So ungefähr noch eine Stunde oder zwei. Und einfach mal gucken, ob es hier irgendwas gibt. Wahrscheinlich eher nicht.
Ich würde nicht damit rechnen, dass es hier irgendwas gibt. Was sagt denn die Map dazu? Okay, Map, das finde ich sehr toll, dass du. Moment. Okay, jetzt geht's wieder. Wollte mich schon ein wenig wundern. So. Was haben wir denn hier? Ich glaube, ich mache mal hier eine kleine Runde. Gehen wir mal eine Weile Richtung Norden. Und gucken wir mal, wo uns das hinführt. Wahrscheinlich irgendwo jetzt nirgendwo. Und optionenmäßig möchte ich mal kurz. Ach, die antisophtonische Filterung ist eingeschaltet. Okay, dann ist das normal, dass das hier gerade farblich so komisch aussieht. Naja, schade drum. Okay, schon wieder ein Dorf. Da hinten. Ja, da können wir uns nochmal umschauen, aber da gibt es ja eigentlich auch nichts. Oh, sogar ein sehr kleines Dorf. Ein sehr, sehr kleines Dorf. Schmiede, eine Kirche und ein Haus, ne? Ja, Schmiede? Nutzt das? Nö, ne? Das lohnt sich gar nicht. Und dann nehmen wir hier auch nichts mit. Und ziehen weiter. Wir könnten hier noch mal Essen einsacken, aber brauchen wir auch nicht. Wir haben ja alles in dem Sinne. Wir haben alles zusammen, wir haben alles erreicht. Ach, schade irgendwie. Eigentlich gibt es für uns ja nicht mehr viel zu tun. Könnte man sogar fast aufhören. Naja. Aber wir sollten uns nicht mit solchen Gedanken quälen, sondern vielmehr ein wenig weiter erkunden. Ach, ich will zurück, das. Wir finden so oder so keinen Dschungel, das hat keinen Zweck. Das weiß ich aus Erfahrung. Ich könnte mal ein bisschen Bötchen fahren. Und wir begeben uns dann so langsam wieder nach Hause. Jetzt fahre ich vielleicht nochmal hier um den Sand rum. Vielleicht finde ich ja doch noch irgendwas, was entfernt wie ein Dschungel aussieht. Auch schön, wie sich die Map gerade gar nicht nachlädt. Sehr schön, da ist wieder eine Savanne. Die Samus in die Wanne, sehr schön. Aber eine Savanne ist kein Dschungel, das bringt mir jetzt nicht viel. Ich fahre noch mal ein Stückchen an der Küste lang, vielleicht ergibt sich ja irgendwas. Aber wahrscheinlich genau. Toll, toll. Ist schön, wenn man da in die Welt reingucken kann. Bevor es mit den Tintenfischen, die machen unser Boot kaputt. Ist auch nicht unbedingt eine schöne Gegend hier. Hier ist ja gar nicht das Meer, toll. Hier ist ja gar nicht das Meer, was soll das? Toll. Das hat's vollgebracht. Wir könnten noch mal an Land gehen. Gehen wir dort erst und dann gehen wir noch mal schlafen. Dann flitzen wir noch mal weiter hier irgendwo lang und schauen mal,
Mal dann. Nimm doch das Boot mit. Tu mir doch den Gefallen. So. Und nochmal schlafen. Und das war's dann auch mit dieser Episode. Mal wieder etwas kürzer. Und in der nächsten werden wir dann auf jeden Fall einen Dschungel finden, der in dieser Richtung liegt. Also dann bis morgen, würde ich sagen. Ne, bis übermorgen. Ja, bis übermorgen. Zum nächsten Part des Building-Projekts. Und tschüss.